bin der Pascal Schmitz, 32, arbeite in Bern in der Nachrichtenredaktion von SRF. Rugby-Fan bin ich eigentlich schon ewig, ist so ein Geburtsfehler. Und Speaker bin ich seit 2012. Also was für mich jetzt in beidem natürlich sehr wichtig ist, ist Mikrofonpräsenz, oder? Und sich auch gewöhnt sein, sich selber zu hören und vor Leuten zu reden. Also das ist im Stadion fast noch etwas schwieriger, weil dort hast du dann wirklich tausende Leute, die du siehst, die dich zuhören. Da ist es natürlich eine total künstliche Situation. Da hörst du teilweise eine halbe Million zu, aber das checkst du ja nicht, wenn du dort drin hockst. Und darum ist es im Stadion eigentlich fast, wie soll ich sagen, aufregender. Also der Allerschlimmste war, ich weiss sogar noch das Datum, 9. April 2015, Ilfishalle, Langnau, wo wir abgestiegen sind, das war echt einfach furchtbar gewesen. Gerade hier in Bern haben die Leute mittlerweile ein bisschen Mitleid bekommen mit mir. Also wir sind ja gut befreundet da, wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch teilweise gute Freunde. Und es gibt ein paar Leute, die in dieser schlimmen Zeit dann auch ab und zu ein SMS geschrieben haben und gesagt, hey, nein, Kopf hoch, es kommt schon gut. Und das ist eigentlich noch schön. Also wir haben aus dieser schlimmen Situation vor 3 Jahren, glaube ich, wirklich das Beste rausgeholt. Oder? Man hat ziemlich alles über den Haufen geworfen, auch organisatorisch. Es war ein grosser Wechsel in der Geschäftsleitung. Und es sind aus meiner Sicht jetzt wirklich gute Leute am Ruder. Und sportlich wie organisatorisch sind wir im Moment, glaube ich, kein Nazi-B-Club. Und darum kann nur der Aufstieg die Lösung sein. Ja, und jetzt sitzt der richtige Mann hier im Speakerhäuschen, nämlich der Pascal Schmitz, den wir vorhin gerade im Beitrag gesehen haben. Guten Abend, Pascal Schmitz. Wie sieht jetzt Ihre Arbeit genau aus hier im Speakerhäuschen? Also wir sind dafür zuständig, dass wir die Goal ansagen, die Strafen ansagen, den ganzen Service, den es halt braucht an so einem Hockeyspiel, plus noch ein bisschen Werbung, dass die Kunden auch noch glücklich sind. Und wenn jemand falsch parkiert hat, dann müssen wir das auch sagen. Also das Ganze drum und dran halt. Aber schlussendlich kann man da schon ein bisschen emotionaler sein als bei den Nachrichten, oder? Ja, unbedingt. Also viel, viel emotionaler. Also bei den SRF-Nachrichten wäre es nicht ganz so gut, wenn man da so die Handbremse lösen will, wie man das da effektiv könnte. Oder? Also ich meine, ich bin in erster Linie sicher Fan, bevor ich da arbeite. Oder? Ich bin schon seit Kindsbein bin ich Fan von Rappi und ich hoffe, das merkt man auch ein bisschen. Eben, es läuft ja momentan ziemlich gut, Rapperswil-Jonalegger. Jetzt stoppt man im Cup-Finale, ist einiges los hier am Donnerstag, ausverkauf zu Haus. Wie sind Sie dort mitgegangen als Speaker? Ja, ich bin natürlich auch total emotional gewesen. Also zuerst müssen wir sicher mal einfach unseren Job sauber machen, das ist sicher mal das Wichtigste. Aber dann freuen wir uns natürlich auch, wie alle 6'100 Leute, die dort waren, auch. Also es war sehr ein spezieller Abend gewesen, auch für uns. Und es weckt so riesige Hoffnung jetzt natürlich, oder? Wir können etwas schaffen, was es in der Clubgeschichte noch nie gegeben hat. Oder?